Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, nachdem ich ja schon auf meinem Kanal den Eurotruck Simulator im Multiplayer spiele, auf der Standard-Map, Multiplayer gibt es ja nur auf der Standard-Map, mit dem Kai zusammen und jetzt neuerdings auch den American Truck Simulator im Multiplayer, auch mit dem Kai zusammen, habe ich mir gedacht, ich probiere mal was komplett Neues, also auch was den Eurotruck Simulator betrifft. Und zwar, ich habe mich noch nie damit beschäftigt, neue Maps runterzuladen und die darauf zu spielen. Jetzt habe ich gedacht, na, probierst du das mal aus. Und habe jetzt die Truck Sim Map runtergeladen und die Russland Map. Ja. Downloads gibt's. Den Download-Link, oh man, möge mir verzeihen, hatte heute schon Frühschicht. Den Download-Link oder die beiden Download-Links gibt's unten in der Videobeschreibung. So, und wir gucken uns das mal auf der Map an. Ja, ich habe schon Auftrag angenommen, deshalb ist hier schon was eingezeichnet. Wir fahren gleich nach St. Petersburg. Fahren hier über Stockholm. Dann mit der Fähre rüber nach St. Petersburg. Das heißt, wir werden von Russland noch nicht so viel sehen. Und ich weiß auch nicht, ob wir da überhaupt in dieser Folge schon ankommen. Meine Folgen sind ja immer so um die 20 Minuten lang. Keine Sorge, ich starte den Counter in dieser Folge, weil es halt die Pilotfolge ist und ich ja jetzt noch am Erzählen bin. Starte ich den Counter erst gleich, wenn wir losfahren. Das heißt, es gibt ein paar Bonusminuten. Diese, die hier gerade laufen, quasi. Ja. Hier, ja, rechts sehen wir Russland. Man kann auch die Russland-Map einzeln installieren, ohne die TSM-Map. Dann würde die quasi auch an die ganz normale Multi- beziehungsweise an die ganz normale Map, die beim Standardspiel ist, dabei anknüpfen. So, ich habe jetzt noch zusätzlich die TSM-Map installiert. Da sieht man schon. Hier zum Beispiel ist im Ruhrgebiet ordentlich was gemacht. Ich bin jetzt tatsächlich selber auch noch nicht gefahren. Ihr seht, hier ist noch alles grau. Die Straßen, die jetzt schon gelb sind, das sind die Originalstraßen. Ja, hier in Polen ist wohl nicht viel gemacht worden. Und hier oben im Skandinavia-Add-on ist auch nicht viel, ist eigentlich auch nichts gemacht. Warum auch? Das ist ja hübsch genug. Ja, man könnte dann hier irgendwann über Spanien, Las Miranda, den Sevilla, ich weiß gar nicht, was das hier für ein Land ist, Griechenland oder so, nach Ägypten fahren. Ägypten, das ist ein Sinn? Ja, dann mit der Fähre irgendwie zurück oder was? Keine Ahnung. Kavala. Ach nee, das hieß ja Kasala. ja, aber ich habe mich jetzt erstmal entschlossen, nach St. Petersburg zu fahren. Und zwar, ja, es ist jetzt noch der gleiche LKW, wie ich auch im Multiplayer habe. Ich habe jetzt einfach den Spielstand genommen. Nochmal anders abgespeichert. Ab diesem Zeitpunkt werden sich dann natürlich die Spielstände auseinanderlaufen, die jetzt im Multiplayer sind und dieser hier. Noch ist es quasi der gleiche. Ich wurde automatisch nach Hamburg zurückgesetzt, weil da mein Heimatort ist. So, wir haben einen Auftrag. Wir fahren Zucker, wie gesagt, nach St. Petersburg. Und ihr seht schon im Rückspiegel, DB Schenker, das hatte ich irgendwann mal vor etwas längerer Zeit schon repainted, einfach nur für mich. Den Mod habe ich dann natürlich auch mit eingebunden. Jetzt sieht man das auch mal, weil im Multiplayer funktioniert das ja leider nicht. Ich habe mir vorgenommen, irgendwann noch mal ein paar mehr Repaints zu machen. Ursprünglich hatte ich damit nur angefangen wegen Hightower Transport Logistics, meine eigene Spedition, die ich mal hatte. Da werden vielleicht uns auch noch Trailer entgegenkommen mit der Lackierung. Und neuerdings ist jetzt auch noch die Jumbo-Spedition. Das ist die Spedition, bei der ich jetzt aktuell gerade bin. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, aber egal, bevor ich hier noch mehr rumsabbel, weil ich weiß, ich kenne das von anderen Videos, das Rumerzählen ist immer sehr langweilig. Deshalb ja auch die Bonusminuten, das heißt, ich starte jetzt den Timer. 20 Minuten, Start. So, ich habe euch das auch schon geschenkt, dass ihr noch warten müsst, bis ich das ins Speditionsinterface eingegeben habe. Das habe ich nämlich jetzt auch schon vorher gemacht. Deshalb ist hier auch schon der Trailer hinter. Und natürlich, wie soll es anders sein, jedes Mal, wenn ich anfange aufzunehmen, ist es Nacht. Aber, naja, ist ja schon kurz vor Mitternacht. Winter ist ja auch vorbei, ja, also zumindest im Eurotruck Simulator. Das heißt, es wird dann demnächst auch wieder hell, hoffe ich zumindest mal. Ja. Für mich ist es jetzt tatsächlich wieder ein bisschen ungewohnt, mit dem KI-Verkehr zu spielen. Es wäre so cool, wenn man jetzt hier Russland und die TSM-Map auch im Multiplayer spielen könnte, aber das wäre ja, also ich weiß, dass es technisch nicht, also sehr schwierig machbar ist.
So, wo ich jetzt immer natürlich ein bisschen tricksen muss, ist mit der Spedition, weil TSM-Map und die Russland-Map sind natürlich getrennt aufgeführt. Wenn man einen neuen Auftrag annimmt, muss man natürlich gucken, wie man das macht. Und man kann halt immer nur einen Auftrag da annehmen, wo man als letztes abgeliefert hat. Ansonsten müsste man einen Standortwechsel durchführen. 4 Stück kann man im Monat kostenlos machen. Ansonsten kostet es richtig Geld für einen selber und aber auch noch viel mehr für die Spedition. Ich muss mal gucken. Ich habe mich halt wirklich noch nie so mit Euroschwack Simulator Mods beschäftigt, außer jetzt die Repaints, die ich selber erstellt habe. Von daher ist mir das Grundprinzip schon mal klar, wo was hinkopiert werden muss. Aber ja, ich muss mal gucken, was es noch so an Mods gibt. Vielleicht auch noch mal. Ich habe irgendwo gesehen, es gibt so KI-Busse, die man sich hier noch die man sich noch einführen kann. die man noch hier einfügen kann, wollte ich sagen. Ja, so. Das, was halt gut ist an der TSM-Map, also wie gesagt, ich bin noch nicht selber gefahren, aber ich habe mir da diverse Videos angeguckt, um erstmal zu gucken, ob es überhaupt was für mich ist. Die Auf- und Abfahrten sind hier besser. Die Standard-Auf- und Abfahrten in Deutschland sind ja meistens bis auf einer zweispurigen Autobahn. Und auf einmal wird es dann so unerwartet einspurig, weil die rechte Spur dann auf einmal zur Abfahrt wird. Das ist natürlich sehr unrealistisch und das wurde dann hier wohl auch ja, anders gemacht. Ich sehe schon, da unten stehen irgendwelche Baken und oh, Baustelle oder was? Ich muss hier. Was ist denn hier los? Darf ich hier nicht abbiegen? Was zum. Nun fahr doch, ich gebe dir Lichthupe. Ach ja, deshalb stand auch was mit Umleitung. Ach, Scheiße. Warte mal, wo muss ich denn jetzt hier? Warum ist denn. Was soll denn das? Wo muss ich denn hin? Richtung Rostock muss ich, ne? Richtung Rostock, Richtung Rostock. Was? Ja, dann muss ich mal sehen, wo ich mich umgedreht kriege hier. Das ist ja blöd. Ich habe mich schon gewundert, warum da ein Umleitungsschild steht. Dann kann ich ja noch nicht mal hier unbedingt aufs Navi vertrauen. Das ist ja, geht ja gleich spannend los. Ja, jetzt bin ich auf der Landstraße, jetzt kann ich hier dann nicht mal umdrehen. Oh Gott. Also da würde eine Tankstelle kommen, aber ja gut. Gucken wir einfach mal, ne? Ansonsten drehe ich hier gleich einfach auf der Straße um. Ist ja egal, ist der Singleplayer hier. Kann mir ja keiner mit 110 irgendwie reinkrachen. Ja, Ach so, falls ihr das README gelesen habt zu der TSM-Map, da steht ja drinne, dass man möglichst, also dass man eigentlich vermeiden soll, noch andere Maps zusätzlich ja, da rein zu kopieren, also dass TSM die einzige Map ist im Mods-Ordner. Aber in der README von der Russland-Map steht halt drinne, ist kompatibel zu der aktuellen TSM-Map. Und ich habe auch gesehen, das funktioniert wohl wunderbar. Und ja, hier scheint es auch tatsächlich zu funktionieren. Es hat vibriert. Snapchat. So. Aber ich glaube, da vorne kann ich umdrehen. Da kommt eine Kreuzung. Also so eine Fake-Kreuzung. Ja, da ist. Ich mache mal Warnblinker an. So.
dann fahren wir jetzt mal zurück. Was habe ich gesagt? Richtung Rostock, ne? Oha. Ach, jetzt komme ich hier den Eulenberg nicht hoch. Falls ihr gerade was knatschen gehört habt, das war mein Gaspedal, beziehungsweise die Platte von dem Gaspedal unten. Das ist ja in den ersten 5 Minuten schon verfahren. Aber wer rechnet denn da auch damit, ne? Ich gehe natürlich davon aus, dass da, wo mich das Navi langführt, dass das dann auch richtig ist. Aber dass sie hier eine Umleitung eingebaut haben, das konnte ich ja nicht wissen. Okay, wenn man Schilder lesen kann, ja. Aber ich dachte, das würde da einfach bloß so draufstehen. Dann baller ich hier mal mit 90 auf der Landstraße lang. Ich könnte ja mal Fernlicht anmachen. Das war die Lichthupe. Ich verwechsel die beiden Knöpfe mal auf meinem Lenkrad. Dann seht ihr vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich meine, ich habe meinen Monitor ziemlich hell eingestellt, aber das ist ja in den Aufnahmen immer nicht so wirklich zu sehen. So, jetzt muss ich mal hier auf das Schild achten. Ja, dann fahre ich mal hier den Umleitungsschildern nach, ne? Warum ist denn hier gesperrt? Man weiß es nicht. Vielleicht... Ja, ist wirklich komplett gesperrt. Vermutlich müssen wir da vorne dann jetzt rechts, ne? So, ich denke mal, dass wir da jetzt auf die A1 kommen. Vorne da im... Ach, ich wollte mir noch einen Mod runterladen, dass die Infoanzeige, die jetzt unten und oben ist hier, also über und unter dem Navi-Bildschirm, dass die ganz oben am Bildschirmrand ist. Dann kann ich nämlich das Navi ausschalten und quasi... da kommen wir auch nicht drauf, auf die A1. Und quasi nach dem Navi im Dashboard fahren da. Was machen die denn hier bloß? Baustelle. Nun gut. Dann folgen wir hier mal den Umleitungsschildern. Hilft ja nichts, ne? Oh, jetzt hat sich das Navi auch aktualisiert. Mal eben gucken. Ach, im Singleplayer kann man immer so schön... Okay, dann fahren wir jetzt da lang. Ja, dann machen wir das einfach mal. Im Singleplayer kann man ja immer während der Fahrt schön die Map öffnen. Das geht im Multiplayer natürlich nicht. Und wir geben mal ein bisschen Gas. Mal die Zeit wieder gut machen. Ach, so schnell fahren bin ich gar nicht gewohnt. Das geht im Multiplayer ja immer nur bis 110. Also zumindest auf Server 1 und 3. Meistens spiele ich auf Server 1, weil Server 2 mag ich halt nicht so gerne. Weil, ja, wie gesagt, das übertriebene Rasen muss nicht sein. Ich habe keinen Bock, dass mir da einer mit 150 irgendwie in den LKW reinkracht. Haben die hier an den Tankstellen denn auch was gemacht? So, eigentlich? Keine Ahnung. Nö, sieht noch ziemlich original aus. Außer, da stand da gerade Jet dran. Wow.
Ja, tatsächlich. Okay, die haben die Tankstellennamen ausgetauscht in echte Tankstellen. Das finde ich cool. Mecklenburg-Vorpommern. MV tut gut. Aha. Havelland. Finde ich auch cool mit den ganzen Autobahnschildern hier. Warum mache ich eigentlich nicht den Tempomat rein? So, ich stelle ihn mal auf 100. Allzu schnell fahren darf ich ja eh nicht. Weil sonst sagt die Spedition wieder, du bist viel zu schnell gefahren. Wie kannst du in der Zeit denn schon von Start bis Zielort kommen? Da kannst du ja nur zu schnell gefahren sein, dann kann ich nicht abrechnen. Also das ist nicht von der Spedition an sich. Denen ist das egal, wie schnell ich fahre. Unser Chef heizt ja selber. Das ist ja immer so ein Heizer. Aber das System virtuelle Speditionen.de, auf dem unsere Spedition auch läuft, die haben das da halt eingebaut. Ach, ich muss hier abfahren, ne? Ja. Reiche mich hier mal wieder ein. Und hier sieht man schon, hier ist halt eine ja, originalgetreue Ausfahrt, sag ich mal. Naja, mehr oder weniger. Zumindest keine Ausfahrt, wo es dann links einspurig weitergeht. Wo du jedes Mal manchmal im letzten Moment denkst, so, oh, schnell rüberfahren. Oh, warum bin ich denn jetzt ins Schleudern gekommen hier? Radarkontrolle, na dann wollen wir mal schön artig 60 fahren auf der Landstraße. Einen Schluck Cola trinken. Ach so, war das schon die Radarkontrolle? Was ist da vorne los? Kommt ihr nicht aus dem Knick oder was? Und es dämmert langsam. Da dämmert's mir. Falscher Knopf. Ja, was soll ich noch großartig erzählen? Jetzt fahren wir hier den anderen LKWs hinterher. Uah. Wie ging meine Maus gekommen? Ja, da vorne müssen wir abbiegen. Ich hoffe ja, dass die geradeaus fahren, damit wir frei. Na, natürlich nicht. Wie viele Tonnen haben wir überhaupt? Oh, 22 Tonnen. Ja, der Scania zieht das locker weg, ne? Sein 730 PS. Mit dem Actros wäre ich jetzt wahrscheinlich schon wieder rumgekrepelt. Wobei ich den Actros auch gerne gemocht habe. Also, den hatte ich ja vorher, bevor ich den Scania jetzt hatte hier, noch zu sehen in den Multiplayer-Folgen. Thank you.
So, dann dürfen wir gleich in Rostock sein. Das heißt, eine Fährfahrt, also eine Fahrt mit der Fähre. Nicht von Fährfahren, sondern eine Fährfahrt. Meine Fresse. werden wir auf jeden Fall noch mitmachen hier in dieser Episode. Ist ja nichts Besonderes. Danach Schweden. Ich glaube, nach Schweden fahren wir, ne? Das ist ja auch nicht anders als im Original, sag ich mal. Ostseebad Kühlungsborn. Schon mal hier auf die mittlere Spur fahren. Was war denn das? Da überholt er mich hier einfach rechts oder was? Geht's noch oder was? Und jetzt traut er sich nicht, den anderen LKW zu überholen oder wie sieht das aus? Ja, in der Kurve bremsen ist immer toll. Ah ne, ich kann auch eigentlich hier bleiben. Wie gut, dass die Straßen trocken sind, sonst wäre mir wahrscheinlich komplett wieder ausgebrochen. Das hat ihm jetzt was gebracht? Hätte auch hinter mir bleiben können, ne? Der Spinner. Einfach so mal über den KI-Verkehr reden, als wären es richtige Verkehrsteilnehmer. Ich krieg kalte Füße. Das ist nicht schön. Ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. So, hier müssen wir wieder auf die andere Spur. Da fuhr einer von meinen IKEA-Anhängern. Den hatte ich nämlich auch repainted. Das ging mir nämlich auf den Sack, immer wenn ich nach Skandinavien gefahren bin, dass da IKEA auf den Trailern steht. Und IKEA ist ja nun tatsächlich offensichtlich. Die anderen Fake-Firmen, weiß ich nicht, ob das an Originalen angelehnt ist, aber IKEA, das ging mir immer auf den Sack. So, ja. Und immer wieder geht die Sonne auf. Gut, dass ich nicht singen kann, ne? Ach, ist auch mal ganz entspannt, im Singleplayer durch die Gegend zu fahren. Normalerweise geht mir da immer der KI-Verkehr tierisch auf den Sack, aber im Moment geht's noch. Och, der Timer ist abgelaufen. Hier, ich würde sagen, wir fahren noch mit der Fähre und dann, dürfte ja nicht mehr weit sein, oder? Tück, 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 nö. Wenn wir eh schon quasi Überlänge haben jetzt, dann kommt das auch nicht mehr drauf an. So, ich muss mir echt angewöhnen, hier mal nach rechts und links zu gucken jetzt, ne? Weil im Multiplayer achte ich immer tatsächlich auf der Minimap oder auf dem Navi immer nur noch auf die blauen Punkte, ob da einer kommt oder nicht. Aber hier muss man echt wieder gucken. Das ist gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so.
Ja, okay, das sieht natürlich ein bisschen dämlich aus. Man kann sich ja leider nicht aussuchen. Also ich rede von dem Dingswagen hier vorne, da gerade drauf zu. Obwohl, das geht noch. Aber es gibt halt immer eine Lackierung für alle Arten von Trailern. Man kann nicht unterscheiden, ob es jetzt hier so ein Koffer hinten ist oder so ein... Wie nennen die sich denn? Tanker? Ja, keine Ahnung. So, ach so, ich glaube nach Trelleburg, ne? Ja. €668 muss ich mir mal eben merken, beziehungsweise. Moment, geht gleich weiter. Bevor ich das vergesse, 668. Okay. So, ich muss das ja hier in unsere Spedition eintragen. Ja, ich würde sagen, ich suche mir hier gleich nochmal. Wo kommen die denn her? Ach, das sind statische Modelle, glaube ich, ne? Deshalb sehen die so anders aus. Ja. Naja, ich suche mir hier mal. Ich steige nochmal ein, muss ich nicht so schreien. Ich suche mir hier mal einen schönen Platz, mache gleich noch einen Screenshot fürs Thumbnail. Und dann geht's in der nächsten Folge hier an dieser Stelle weiter. Bis dahin sage ich Tschüss, Winke, Winke, Bye, Bye. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ist natürlich jetzt wieder ungewohnt, alleine durch die Gegend zu fahren, ohne Kai oder ohne irgendwelche anderen Teilnehmer. Ja, vergesst den Daumen nicht, würde mich freuen. Und lasst ein Abo da, falls ihr noch kein Abonnent seid. Und schreibt auch gerne in die Kommentare. Ich zeige gerade nach unten, aber das könnt ihr ja gar nicht sehen. Ich Idiot. Tschüss.